Hi und herzlich willkommen zu Für mich ist auch die letzte Runde, mein kleines Stricktagebuch hier auf YouTube. Ich bin Julia, ich bin 43, ich bin Schulleiterin in Nürnberg und ich zeige euch hier normalerweise in relativ regelmäßigen Abständen, was ich so treibe. Aber ja, wer schon länger hier ist, weiß Bescheid. Es war Schuljahresende, es war Football und es war Umzug und vor allem Umzug ist es jetzt noch. Ihr seht hinter mir meine normalerweise gut gefüllte Bücherwand ist praktisch schon verpackt. Da stehen Kisten, die noch nicht ganz voll sind, die noch Zeug rein muss. Wenn ich die Kamera hier umdrehen würde, würdet ihr sehen, dass da eigentlich fast der ganze Raum mit Kisten voll steht. Ja, und das hat mich jetzt die letzten Wochen ziemlich davon abgehalten, hier irgendwas zu machen. Wilde Strähne, okay. Ja, und deswegen gab es jetzt so lange nichts von mir, weil ich daneben, dass mir die Zeit dafür gefehlt hat, jetzt hier große Aufnahmen zu machen. Vor allem auch die Zeit zum Stricken gefehlt hat. Also ich habe wenig gestrickt in letzter Zeit. Nachvollziehbar, denke ich. Und habe mir jetzt aber gedacht, bevor jetzt der große letzte Umzugsschwung kommt, also der eigentliche Umzug, wollte ich jetzt noch einmal ein YouTube-Video hochschießen. Und dann denke ich, sobald wir im neuen Haus sind, wird das auch wieder öfter und regelmäßiger klappen. Wenn auch wieder die Schule regulär anfängt und so, dann bin ich wieder im Rhythmus drin, mit dem ich das mit etwas mehr Zuverlässigkeit durchziehen kann. Ja, gut. Was gibt es so ein bisschen zu erzählen? Also ich werde euch jetzt nicht die letzten, ich weiß gar nicht, sind es 6, 7 Wochen nacherzählen. In wenigen Worten, Schule am Schuljahresende ist. Also die Prüfungen sind als Lehrer stressig oder als Lehrerin, dann machst du noch Zeugnisse und dann läuft es für uns Lehrkräfte eigentlich, läuft so ein bisschen aus. Als Schulleitung ist das ein bisschen anderes Business, habe ich festgestellt. Also da kommen die ganz lustigen Sachen eigentlich erst am Schluss. Aufnahmegespräche, überhaupt den bürokratischen Vorgang, Schüler in die Schule aufzunehmen, weil wir 2 Klassen haben, die wir nur mit externen Schülern füllen, 2. Klassen. Aufnahmeprüfungen haben wir uns dieses Jahr Gott sei Dank keine ereilt, aber die wären dann auch noch gewesen. Dann ganz viel organisatorischer Kram einfach. Es muss ganz viel abgeschlossen werden vom alten Schuljahr, vorbereitet werden fürs neue Schuljahr. Dann ist Thema Klassenbildung und so. Also man ist irre viel mit Schulamt und den anderen Schulen im Verbund in Kontakt ständig und guckt, wo man wie Schüler hinschiebt, damit man so und so viele Kurse hinkriegt oder eben auch nicht. Ja, plus dann eben natürlich Termine. Also Abschlussfeier von den Schülern, Abschlussfeier von den Lehrern. Letzte Schulleiterdienstkonferenz im Jahr, wo dann irgendwelche Kollegen verabschiedet werden, die in Rente gehen, die dann oft auch nochmal Abschlussfeiern machen. Also ich war sehr viel unterwegs. Ja. Und wie gesagt, dann Football hatten wir auch noch bis zum 23.07., bis die Saison rum war. Wir haben den ersten Platz in unsere Gruppe gemacht. Das heißt, wir gehen jetzt dann im September aber auch nochmal in die Playoffs. Das sind jetzt auch so 3 Wochenenden, die da noch vor mir liegen, September, Oktober, die ich jetzt nicht unbedingt noch zusätzlich gebraucht hätte. Also auch der sportliche Erfolg ist natürlich mega, aber ja, und dann kommen im Herbst dann die Kinder nochmal mit ja, Fleck und Tackle aufs Feld, aber das hält sich immer in Grenzen, weil das dann immer nur ein Turnier ist, das wir zu Hause machen müssen. Ansonsten sind wir auswärts. Aber ja, irgendwas ist immer. Irgendwas ist immer zu tun. So, und genau, und in all dem, was ich ja sonst auch schon immer habe, wobei, wie gesagt, durch Schulleitung sich jetzt da einfach nochmal die Aktivitätsphasen verschoben und anders priorisiert haben, ja, kommt ja eben jetzt auch noch dieser schicke Umzug dazu, wo dann doch auch schon ein bisschen Vorbereitungsarbeit drin steckt. Und jetzt natürlich, seit ich Ferien habe, also in Bayern fangen die ja mal Anfang August an, gehen dann bis Mitte September. Ich jetzt eigentlich seit 2, 3 Wochen nichts anderes mache als packen, 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 packen. Entsorgen, 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 entsorgen. Heißt nicht zwingend wegschmeißen. Ich habe zwar auch einen Haufen Zeug, was jetzt wirklich auch Richtung Sperrmüll geht, aber das sind viele Sachen, die wir einfach. Wir wohnen seit 17 Jahren in dieser Wohnung. Haben zu viert als WG gestartet, sind jetzt seit Jahren nur noch zu zweit. Aber das heißt, wir haben auch eine große Wohnung, wo man viel Schrott reinschieben kann und immer sagen kann: Ja, das kümmere ich mich irgendwann drum. Irgendwann ist halt jetzt. Und ja, also es geht einiges einfach auf den Sperrmüll, auch teilweise Möbel, die wir jetzt nicht nochmal mit umziehen, die hier schon so halb auseinanderfallen, wo wir halt gesagt haben, naja, lohnt sich jetzt da auch nicht. Wir ziehen ja bald um, was Neues zu kaufen die letzten 2, 3 Jahre.
Genau, und so Zeug und dann aber auch, also ich habe bestimmt schon 12, 15 Kisten in den Gebrauchtwarenhof gefahren, also wo Dinge, die ich nicht mehr brauche, die aber einfach echt zu schade sind zum Wegschmeißen, da nochmal ein zweites Leben kriegen, nochmal für ganz schmales Geld an andere Leute sich kaufen können, die sich das so vielleicht nicht leisten können. Hauptsächlich Bücher, also tatsächlich, wir haben diese drei Bücherregale da hinten auf eins reduziert. Da blutet mir mein Herz, weil ich mal alle meine Bücher immer sehr geliebt habe. Aber realistisch, 80% davon werde ich nie wieder in die Hand nehmen. Die stehen einfach nur, damit sie dastehen. Und da haben wir jetzt mal einen ganz großen Cut gemacht. DVDs, CDs, also lauter so Zeug, was man über die Jahrzehnte mit sich schleift. Und da haben wir jetzt mal ganz schön ausgemistet. Ich habe Wolle ausgemistet. Also ausgemistet, aussortiert. Habe Teile an die Katja weitergegeben und Teile an, werden bei mir in die Schule gehen. So ganz kleine Restzeug. Das ja, kriegt die Schule, weil für die Kinder zum Weben und zum Sticken ist das super. Zum Häkeln. Jo. Und Schuhe. Um Gottes Willen. Ich habe Schuhe aussortiert ohne Ende. Ich hatte mal einen ziemlich harten Schuhtick. Also ich habe weder Handtaschen noch Schmuck, noch eine große Make-up-Sammlung. Besitze ich alles nicht. Hat mir nie was gegeben, trage ich nicht. Aber Schuhe. Also ich hatte bestimmt über 80 oder besaß, jetzt muss man sagen, über 80 Paar Schuhe. Nur ich. Und da habe ich jetzt ganz schön viel. Also manches habe ich jetzt auch wirklich Richtung, habe ich jetzt einfach entsorgt. Die waren so runtergehatscht, da, die brauchst du auch niemandem anderen mehr in die Hand zu drücken. Ein bisschen was habe ich auch in die Kleiderspende gegeben. Und ja, habe jetzt, war auf dem Flohmarkt gestern. Da haben wir nochmal auch ordentlich Zeug verkauft und habe jetzt aber trotzdem immer noch unfassbar viele Schuhe, die jetzt erstmal mit umziehen und dann schauen wir mal weiter. Da lässt sich sicherlich auch nochmal einiges aussortieren, was ich dann mal gucke, ob ich es auf eBay loswerde oder nochmal bei nebenan.de reinstelle oder so. Ja, ich habe halt, ich trage halt eine schlanke 42, das ist jetzt halt auch nicht die Größe, die am Flohmarkt jeder braucht. Allerdings war es ganz cool, weil es kamen doch ganz viele Leute bei mir vorbei, die so, ach, endlich mal Schuhe in meiner Größe, weil das kriegt man nämlich normalerweise auf solchen Veranstaltungen eben eher nicht. Und bin da doch schon auch ganz lustig was losgeworden. Ja. Ja. Genau. Also, das ist so ein groben Überblick, was hier so gerade abgeht. Wenn ihr mein Level an wie durch bin ich, ja, kann ich euch vielleicht kurz umschreiben, mit vor 2 Tagen habe ich mich aus meiner Wohnung ausgesperrt, weil ich mit Mülltüte und meinem Autoschlüssel in der Hand die Wohnung verlassen habe, um den Müll runterzubringen. Und dann vor der Wohnung stand und mir dachte, ah ja, mit dem komme ich hier nicht rein. Aber ich habe es in dem Moment nicht überreicht. Ich beim Rausgehen einfach mir den Autoschlüssel genommen. For no reason. Und Gott sei Dank, also wir haben im Haus eine andere Familie, die haben den Ersatzschlüssel von uns. Und ja, die war Gott sei Dank auch zu Hause. Aber das wäre, also ich stand in Jogginghose, Latschen und Labbershirt vor meiner Wohnungstür mit dem Autoschlüssel und dachte mir nur so, ja gut, ich kann jetzt hoffen, dass sie da ist oder die nächsten 6 Stunden, bis mein Mann nach Hause kommt von der Arbeit, mit dem Auto durch die Gegend fahren. Ich meine, meine Mutter hätte auch noch einen Schlüssel gehabt, zu der hätte ich schon rüberfahren können. Aber also ja, das ist gerade mein. Das ist das Niveau, auf dem ich gerade agiere. Also, wenn das vielen von euch, wird es vielleicht dann irgendwie helfen, das einzuordnen. So, was haben wir heute vor? Also, ich sage euch gleich, wie es ist. Ich kann euch nicht super viel Strickzeug zeigen, habe ich euch ja gerade erklärt, warum. Aber ich habe ein Thema, das ich ansprechen möchte, und das führt dann gleich rüber zu einem Infoblog zur Herbst-Mitmach-Aktion. Vor 2 Jahren hatten wir den Deckenporno, letztes hatten wir den 2 für 4. Mal und auch dieses Jahr machen wir wieder was und ich freue mich auch, dass ich euch schon sagen kann, dass ich es mit der Katja auch wieder zusammen mache. Und ja, da gibt es dann also diese den Infoblock noch hinten dran. So, das ist und vielleicht habe ich am Ende noch einen kleinen Hinweis, wobei ich glaube, ich habe es mir wieder nicht aufgeschrieben. Ja, mal schauen. Genau, das ist, was ich euch sozusagen heute bieten kann. Es wird Ich werde es auch nicht so schneiden können wie sonst. Also ich werde keine Trenner groß dazwischen haben oder so. Ich werde auch keine Untertitel groß dazwischen haben. Ich versuche das Nötigste noch in die Shownotes reinzuknallen, weil das kann ich immer machen, während das Zeug hochlädt.
Aber recht viel mehr Zeit und Luft und Energie habe ich einfach gerade nicht zur Verfügung. Also ich muss, das merke ich tatsächlich, ich muss zurzeit auch einfach haushalten mit Dingen, die ich tue. Es geht gar nicht darum, ob ich die Zeit habe, die könnte ich mir schon irgendwie schaffen. Aber die brauche ich dann manchmal auch einfach, um eine Stunde mal blöd auf dem Sofa zu hocken und in den Fernseher zu glotzen. Also weil ich gerade kopfmäßig auch so vibriere mit tausend Dingen, die halt einfach geregelt und organisiert werden müssen, dass ich mich da ja einfach zurücknehmen muss und deswegen heute nicht von meinem üblichen Aufnahmeplatz, der steht nämlich voll mit Kisten, und B, einfach ein Durchlaufvideo, und wir gucken jetzt, wie das wird. Ich verzeihe mir jetzt, bitte jetzt schon darum, mir zu verzeihen, wenn irgendwelche größeren Versprecher, lange Ams oder was weiß ich was drin, das ist heute, wie es ist. Aber ich dachte mir, ihr freut euch bestimmt, wenn ich mich mal wieder blicken lasse und zumindest euch ein bisschen was Stricky zeige, und deswegen besser als nüscht, würde ich sagen. Und wir starten gleich mal. So, jetzt kommt Ding Dong, kommt der Schulgong normalerweise, und wir legen los mit dem Gestricke trotzdem. Und das nächste ist, ich weiß nicht, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Ich habe auch teilweise schon Sachen einfach weggepackt. Also das, was hier neben mir liegt, ist alles, was gerade überhaupt noch greifbar ist. Das liegt in seinem Kistchen, und so in der Kiste wird es auch umziehen. Und ich bin mir einfach nicht sicher, ob ich euch die fertigen Socken gezeigt habe für die SWC, für die Sock World Championship. Also meine Qualifikationssocken, ob ich die schon mal fertig in die Kamera gehalten habe. Ich glaube nicht. Falls doch, dann verzeiht es mir bitte, aber dann seht ihr sie halt jetzt nochmal. So. Also, das waren die Quali-Socken für die Sock World Championship. Diesen kleine Schwester von der Sock Madness. Schaut euch die letzten Videos an, wenn ihr wissen wollt, was das ist. Wenn ihr neu hier seid. Hi übrigens, schön, dass ihr da seid. Aber das erkläre ich jetzt nicht nochmal. Dann geht ein bisschen zurück. Guckt da nochmal. Da seht ihr auch, wie der Podcast normalerweise aussieht. Ist vielleicht ganz gut so. Ja, da habe ich aus einem Strang, heißen die Urdujans, weiß ich gar nicht, der, wie ihr sehen könnt, selbststreifend war, und einem Knäuel weißer Glitzerwolle. Ich weiß nicht, ob man es jetzt hier sieht. Ich habe überlegt, das Licht anzumachen, weil ich weiß, es wirkt ein bisschen düster, aber wenn ich das Licht anmache, sehe ich aus wie aus einer 70er Jahre Telenovela. Also dann habe ich hier so einen, also es ist alles ganz verschwommen und überleuchtet. Also es sieht ganz wild aus, die Farben stimmen gar nicht mehr. Es ist alles ganz seltsam. Also deswegen habe ich mich entschlossen, das Licht auszulassen, auch wenn es ein bisschen düsterer ist, aber damit wir halbwegs die Farben aufs Video kriegen und ich nicht aussehe, als hätte ich fünf Instagram-Filter im Gesicht. Ja, also dieses selbststreifende Garn. Und das andere ist eben eine weiße Glitzerwolle. Das Glitzer sieht man jetzt nicht, aber sie tut es, sie glitzert. So, und was tut man? Also man strickt faktisch immer abwechselnd eine Reihe Garn 1, eine Reihe Garn 2. Und aus Garn 2 wird dann sozusagen mit Hebemaschen dieses schöne Knotenmuster hier gebildet. Das ist echt ganz hübsch. Und das, wie gesagt, das ist gar keine große Zauberei, weil dadurch, dass das mit Hebemaschen und immer nur maximal mal zwei Maschen, die sich überkreuzen, geht, brauchst du keine Zopfnadel, nix. Und das hat einen Mega-Effekt. Also die gefallen mir total gut. Los ging das Knäuel hier oben bei ja, so einem ganz dunklen Lila und Blau, lief dann über in Rot und Grün. Fast schon weihnachtlich hier vorne, die Sockenspitze. Und mit dem Rot und Grün ging es dann auch bei der zweiten Socke weiter und geht dann in ein Orange-Blau über, ja, das ist so ein Hellblau und so ein Orange-Rot-Ton. Und hier würde man jetzt sehen, da wäre jetzt dann wahrscheinlich der nächste Farbwechsel. Ich könnte euch jetzt aber aus dem Kopf nicht sagen, wo der noch hingeht. Ja, ich habe es einfach durchgestrickt, weil abwickeln, es sind zwar, glaube ich, zwei komplette Verläufe drauf auf dem Knäuel gewesen, aber das war noch so viel zum Abwickeln, da hätte ich mich geärgert. Das hätte sich nicht gelohnt. Dann habe ich es einfach durchgestrickt. Also ihr seht, ich bin nicht mal mit dem kompletten Farbverlauf durch mit zwei Socken. Also ich hätte für eine Socke plus drauf abwickeln müssen, um nochmal den gleichen Farbverlauf herzukriegen, und das hätte ich für Verschwendung gefunden. Jo, genau. Also ganz hübsch mit eingebauter Bumerangferse. Gab die Anleitung so vor, war mir recht. Ist ja eh die, die mir am besten passt. Und ja, also das war meine Quali. Oh, jetzt
Jetzt, das Problem ist, wenn sich hier eine Wolke vor die Sonne schiebt, dann wird es aber gleich ganz dunkel. Also das merke ich jetzt gerade. Ich hoffe, das geht noch so für euch. So, das waren die Quali-Socken für die Sock World Championship. Und da sind wir inzwischen bei der vierten Runde durch bei der Sock World Championship. Aber nichtsdestotrotz, ja, habe ich nur die ersten zwei noch angestrengt. Ah, jetzt wird es doch ganz schön dunkel. Ich pausiere mal kurz und gucke mal, was ich hier lichttechnisch machen kann. So, das ist jetzt gerade der beste Kompromiss, den ich hinkriege. Aber ja, es geht schon los, dass ich wieder diesen komischen Filtereffekt kriege. Aber besser, wenn ich das ganze Licht anmache, dann sieht es total weird aus. Wenn ich gar keins anhabe, ist es definitiv zu düster. Also ist das jetzt gerade der Kompromiss. Hab also, wo bin ich stehen geblieben? Bei der Sock World Championship habe ich die ersten zwei Runden noch angestrickt und dann habe ich, ja, Runde 3 und 4 schon gar nicht mehr angestrickt, weil ich einfach hier Sachen schon weggepackt hatte, beziehungsweise also überhaupt kein Land gesehen habe, nicht mal ein Bündchen anschlagen. Aber, und das ist jetzt mein großes Vorhaben oder was ich mir auferlege, ich möchte die restlichen zwei Runden noch irgendwann nachholen. Also werde eins von beiden Mustern aus jeder Runde noch definitiv stricken, aber nicht mehr in dieser Wohnung. genau. Aber ich zeige euch trotzdem super gerne die zwei angefangenen Runden. Fertig ist davon gar nichts geworden. Natürlich nicht. Aber das ist ja eh, man strickt ja mit, ich fordere mich heraus. Ihr werdet gleich sehen, beim zweiten Paar war ich nicht so weit davon weg, es fertig zu kriegen, aber dann ist halt einfach Leben und dann geht es halt auch manchmal einfach nicht. So, Runde 1. Und hier weiß ich, wie es heißt. Repeat after me nennt sich dieses Muster. Sieht so aus. Also ich habe in so einem, ihr könnt es hier ganz gut erkennen, glaube ich. Na, die eine Wolle war so eine, klappert es hier wieder so, sorry. Die eine Wolle war hier so ein handgefärbtes mit Grün- und Blautönen. So ein bisschen ja, Petrol mit drin. Und die andere Wolle ist ein ganz solides, helles Türkis. Das ist ein Jawoll Knäuel, Moment, genau, also einfach so, na, ihr kennt diese Jawollwürste. Das ist das, also so ein Lindgrün. Türkis ist es eigentlich gar nicht, ist eher so ein Lindgrün. Und das andere eben so ein blaugrün gefärbtes Teil mit Krümeln. Und das, ja, die habe ich verwendet. Also ganz klassisch Colorwork Socke. Man immer zwei Reihen in der. Nee, so richtig Colorwork ist es eigentlich nicht, würde ich sagen. Ja. Also man strickt immer zwei Reihen in der jeweiligen Farbe und dann macht man den Rest von diesem Muster eben über Hebemaschen. Also eigentlich über. Ja, naja, vielleicht doch Colorwork. Naja, Ansichtssache. Aber also ein sich immer wiederholendes Muster, deswegen auch Repeat After Me. Zwischen diesen Kästchen macht man dann mit einer, na, einfach durch das Muster entstehen dann diese Rippen hier. Das finde ich auch ganz süß. Dadurch kriegt es einfach nochmal so eine plastische Struktur. Strickt sich super chillig, ist ein 12-Runden-Mustersatz. Also kann man echt sehr entspannt runterstricken, hat man auch irgendwann in den Fingern drin. Vor allem, weil es praktisch 2x6 sind. Also einmal, na, die werden dann bloß gegengleich mit vertauschter Farbreihenfolge gestrickt. Ja, also das hat man irgendwann echt halbwegs gut in den Fingern. Und dann, und das fand ich cool an der Socke, hat die mal eine ganz spannende Fersenkonstruktion. Also ihr könnt das hier jetzt ganz gut sehen. Man strickt jetzt weder das lange Käppchen, wie man das kennt, noch den kompletten Bumerang-Fersenkeil, sondern man strickt hier so einen Keil ein für die Zunahmen und den haben wir auf beiden Seiten. Ja, also haben wir diesen Keil, wo man einfach so wie du halt eh alle zwei Reihen die Farbe wechselst, einfach der Keil diese Streifen mitnimmt. Und wenn dadurch der Fuß weit genug ist, dann machst du nur noch die untere Hälfte von der Bumerangferse hier rein. Ja, mit der einen Farbe. Also ich versuche mal den Socken so hinzuziehen, dass man das gut erkennen kann. Genau, ne? Also man hat nur die untere Hälfte von der Bumerangferse sozusagen und geht dann hier unten in den Fuß über. Der wird dann einfach gestreift weitergestrickt und das Muster geht dann nur noch oben. Also ich finde die Konstruktion, die Idee und das Muster sehr cool. Ich freue mich auch über meine Farbwahl. Die gefällt mir nämlich
erstaunlich gut. Ich habe extra ein bisschen Grün genommen, weil ich gesagt habe, gut, wenn es mir gar nicht taugt, dann ne, Spendensocker und so. Aber nee, ich glaube, die dürfen bei mir zu Hause bleiben, also mit ein bisschen Abstand auch. Sind die echt, ich finde die cool, die haben was. Und das wäre sogar ein Muster, wo ich mir vorstellen könnte, ich würde dann wahrscheinlich ein bisschen die Maschenzahl vielleicht anpassen oder so. Aber wo ich mir sogar vorstellen könnte, dass ich das nochmal mache mit einer anderen Farbkombi, weil mir das einfach sehr, sehr gut gefällt. Mal gucken. Im Normalfall verstricke ich nichts zweimal, sind wir ehrlich. Aber ich kann es mir ja mal einreden. Also, mir fällt gerade auf, die passen wunderbar zu den zwei Kissen da. Also, das ist die Repeat After Me Socken. Da weiß ich jetzt zufällig gerade noch, wie die heißen. Zumindest fast einer fertig. Ja, der Kater ist auch sehr aufgeregt hier. Das ist lustiger. Hast du Hunger? Müssen wir Futter machen. Kannst du noch 20 Minuten aushalten? Realistisch eher 30. Ich glaube eher. So. Ich möchte bitte keine Tierquäler-Kommentare hier. Dem Kater geht's gut. Der hat zwei Schalen Futter rumstehen in der Wohnung. Er ist nur manchmal etwas mäkelig. Möchtest du kurz vorbeikommen? Na, hallo. Ja, nee, da kannst du jetzt nicht drauf sitzen bleiben, Schatz. Jetzt musst du schon mal hier rüber wandern. Danke. Und ab. Genau. Da ist dein Kissen. Jawohl. So. Ja. Der ist fast 19. Der pennt den ganzen Tag, aber wie ich setze mich mal zum Podcasten hin, das hättest du dir jetzt nicht bei deinem kleinen Bruder abschauen müssen, du. Der war ja auch immer so. Ja, ihr kennt, also wer lange genug da ist, kennt ja meinen roten Kater noch, der ist ja leider gestorben vor 1,5 Jahren. Aber wirklich jetzt, ja, er muss jetzt halb auf. Ihr seht es nicht. Also sein Hintern sitzt auf mir, der Rest fläzt vorne in den Projekttaschen. Das ist jetzt die Position, die er unbedingt haben muss. Aber ich glaube, ich muss ihn jetzt gleich enttäuschen, dass er da nicht lange sitzen bleiben darf. Ja. Das schmeckt uns jetzt nicht, ich weiß schon. So. Und, also, Quali, Runde 1, Runde 2. Nee, falsche Tüte, sorry. Runde 2. Und da weiß ich jetzt leider den Namen nicht. Wie gesagt, ich versuche es euch irgendwie wenigstens in die Shownotes zu klöppeln. Auch wieder ein grafisches Muster. Ihr wisst ja, es gibt immer zwei, na, zur Auswahl. In dem Fall war immer einmal Colorwork grafisch und einmal mit Zöpfen. Und da habe ich mich eigentlich jetzt immer für die Colorwork entschieden, bis jetzt. Ich glaube aber für Runde 3 wird es das Zopfmuster sein. Runde 4 muss ich mal gucken. So, und da habe ich schon einen ganzen fertig. Ja, ich kann euch leider, wie gesagt, gerade nicht sagen, dass weder Design noch Designerin, aber das war eben die zweite Runde der Sock World Championship. Und ja, ich finde die ganz cool. Ich ziehe euch die auch mal auf einen Blocker drauf. Und ihr seht, also ich würde im Leben meine Socken nicht so lang stricken, aber man hat ja immer die Vorgaben, wie viel Reihen man machen muss. Und das war dieses Jahr, und das ist auch tatsächlich ein Punkt, wo ich schon von einigen Leuten die Beschwerden gehört habe, also dass die Anzahl an Mustersätzen, die man unterbringen muss, schon viele ein bisschen genervt haben, weil fast immer Kniestrümpfe rauskommen. Und jetzt habe ich ja schon große Füße und bringe verhältnismäßig viel Mustersatz auf den Fuß unter. Also jetzt, wenn man eine 36, 37 hat, dann hat man ja wirklich Kniestrümpfe. Also die sind schon sehr lang. Aber ich finde, die sind sehr, sehr cool auch. Also hier hängen noch die Fäden rum, die sind noch nicht vernäht. Ja, also man strickt so ein Zickzack-Muster hin und her. Und dann, und das ist, finde ich, einen genial guten Trick, der ist ähnlich wie der von dem Modell vorher, wird man hier um die Ferse rum breiter. Und zwar verbreitert man über mehrere Reihen, also über so ein Stück bestimmt, die Streifen. Und dadurch gewinnt man Weite hier, ne, damit der Fuß dann gut durchkommt und hat praktisch die Zunahmen für die Ferse hier im Muster, dass sich so ausdehnen. Also dass es auch so aussieht am Fuß, als würde es sich eher ausdehnen, weil du halt die Socke dehnst, nicht das Muster. Das ist ziemlich cool gelungen. Und auch hier geht man dann eigentlich mehr oder weniger in so eine halbe Bumerangferse und nimmt dann aber das Muster, das man in der Bumerangferse schon strickt,
mit in den Fuß rein, also in die Sohle. Das ist jetzt, mein Gott, so ein Schachbrettmuster, ne? Das ist jetzt keine Magie. Und oben läuft das Zickzackmuster weiter. Und das finde ich ziemlich cool. Ich finde das eine ziemlich coole Variante, das zu nutzen. Mir gefallen die sehr gut. Ich habe ein grau. Also es ist nicht rein grau, ne? Es ist grau, hellgrau, so ein bisschen unruhiges Garn. Und da sind aber, und das sieht man jetzt ganz cool, so gelbe Speckles drin. Also da kommt immer wieder so eine Gelbfärbung durch in dem grauen Garn. Und dagegen auch wieder ein unifarbenes Knäuel von Jawohl. Ein, nicht das Dunkelblau, sondern das Dunkeldunkelblau. Also das, die Farbe zwischen Navy, also zwischen Marineblau und Schwarz praktisch. Also hier seht ihr mal dieses Handgefärbte. Das habe ich auf dem Hohenloher Woll festgeholt. Moment. Ja, genau, das war das. Yundi und Grete, da hatte mich eine Zuschauerin angequatscht und gesagt, sie findet eben ihre Garne so toll und ich soll mir unbedingt was holen, habe ich gemacht. Und ich hatte mich dafür dieses, also danke nochmal an der Stelle für den Tipp. Ich hatte mich dafür dieses, ja, dieses Grau, was jetzt kein Unigrau ist, entschieden, das aber diese gelben Einschlüsse hat, was ich eine total geile Kombi finde. Ich glaube auch, die allein zu verstricken wäre auch mega. Aber hatte dann eben so die Eingebung, dass wenn ich die mit diesem. Ja, also es ist wirklich nicht schwarz. Es ist das dunkelste Blau, was es von Jawohl gibt. Es ist fast schwarz, aber es ist wirklich. Es hat einen Blaustich. Wenn ich das mit dem Blau paare, dass sich das ganz gut gibt. Und das tut es auch meiner Meinung nach. So, und davon habe ich einen fertig. Und den zweiten, da seht ihr, bin ich hier schon hinten mit den Zunahmen in den Streifen durch. Also hier müsste ich jetzt nur noch den Fuß ranklöppeln. Und das war die eine Runde, wo ich echt gedacht habe, ah, das könnte ich schaffen. Vielleicht schaffe ich wenigstens ein paar fertig. Naja, und dann kam wieder Leben. Und dann war es wieder nichts. Aber ja, da war ich sehr, sehr weit. Und da hatte ich fast, habe ich fast, habe ich es fast geschafft, wenigstens eine Runde fertig zu kriegen. Aber gut, so ist es. Ja, finde auch die sehr schön. Auch die werden bei mir bleiben, genau wie die anderen. Ich muss echt sagen, ich bin da recht begeistert dieses Jahr. Wie die rauskommen hier. Also die fand ich zumindest sehr schön bis jetzt. Ich finde auch von Runde 3 und 4, ich weiß ja schon, wie die Muster ausschauen. Anschauen kann ich die alle hübsch. Ob ich die alle zum Stricken schön finde, weiß ich noch nicht. Aber wie gesagt, ich werde es trotzdem tun, zumindest eins davon zu stricken. Also, das sind die drei Socken, die gerade über die Sock World Championship laufen. Dann habe ich weitergemacht an meinem Colding. Und da habe ich ein bisschen mit mir gehadert, weil ich ja nicht wusste, ob meine Höhe passt, weil so von der Breite, von der Maschenprobe ging es sich schon aus. Aber irgendwie, ich messe immer nie die Höhe. Ja, und er kam mir so nieder vor. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich mit dem ersten Teil schon mehr Raum hätte schaffen müssen. Aber habe mich dann entschieden, weißt was, ist mir wurscht, weil wenn ich das Gefühl habe, er wird insgesamt zu kurz, dann verlängere ich den einfach in der Mitte. Also ich habe jetzt mit ein paar Leuten geredet, die schon Colleagues gestrickt haben und der Konsens am Ende war, mach's in der Mitte. Und das mache ich jetzt auch so und da kann man sicherlich eine andere Meinung dazu haben. Alles cool, aber hat sich jetzt für mich so schlüssig ergeben und deswegen werde ich es auch so tun. Also da ist er. Immer noch in diesem geilen Electric Blue. Das ist so eine neue Farbe von der Ecopuno. Ich stricke ja in der Ecopuno, weil ich liebe die Ecopuno. Das ist echt so ein tolles Garn. So, und da bin ich jetzt, wie ihr sehen könnt, also hier unten, ne, da ist dieser erste Lochteil. Und da hatte ich eben das Gefühl, da habe ich jetzt nicht wirklich viel Raum mitgemacht. Habe ich auch immer noch. Hat mich dann aber, wie gesagt, nicht weiter davon stören lassen, habe gedacht, nee, jetzt strickst du den einfach mal durch. Und wenn ich merke, ich weiß ja, wann ich bei der Hälfte bin. Und wenn ich dann sage, okay, da muss noch was rein, dann kann ich dann den Mittelteil einfach verlängern. So. Wolle habe ich eigentlich genug. Also ich habe ein, zwei Sicherheitsknäule mitgenommen. Ich denke, das sollte mir reichen. Und ich habe bis jetzt wirklich wenig verbraucht, muss ich sagen. Das ist eigentlich, ich bin immer noch beim ersten Knäuel. Von dem her, ich habe 10 oder so. Also ich denke, das kriegen wir dann schon hin. So, genau. Und dann habe ich jetzt da diesen ersten Teil fertig da unten.
Und ich weiß nicht, ob da war da jetzt schon der zweite Teil drin. Ich glaube ja, oder zumindest bin ich jetzt an dem Teil, wo man dieses Patent hier aufbaut von den Seiten bis zur Mitte hin. Also da fehlt mir jetzt noch dieses Stück, da muss noch Patent gemacht werden. Das sind also noch ein paar Reihen. Ja, aber es ist ja ein Langzeit-Slow-Knitting. Was hinterher rauskommt, wird mich lange Zeit erfreuen. Projekt, das darf dauern. Aber es ist auch so ein schönes, was man so schön nebenbei stricken kann, wenn man jetzt nicht komplett den Kopf ausschalten will, aber ein bisschen was für die Hände braucht, ohne dass man jetzt dauernd mit der Nase in der Anleitung kleben muss. Dafür funktioniert es. Ich habe, das hat man mir sehr, das hat man mir gleich geraten und zwar von mehreren Stellen. Ich habe überhaupt gar nicht erst diese Lochkante an der Seite gemacht, sondern gleich den I-Cord, weil das haben jetzt einige Leute mir gesagt, dass ja, lass die einfach weg. Die sieht auf der Rückrunde dann sowieso komisch aus und man vergisst es dauernd und es ist nervig. Mach einen I-Cord und das passt und das habe ich jetzt auch gemacht. Und das, wie ich finde, sieht es auch sehr schön und sauber aus und passt da auch ganz gut und gut ist. Ja. Genau, also das ist mein Stand beim Colding aus der Eco Puno, die ich bei der Alex im Sienchens Stricken und Häkeln gekauft habe. Jetzt kann ich mal gucken. Ja, ich glaube, dann hat er hier nur eine Nummer. Ne? Also Farbnummer wäre 86, aber die Alex hat das als Electric Blue bezeichnet und ich finde das sehr passend. Das ist so ein richtig schöniges, so ein richtig schönes, knalliges Blau. I like. Und der ganze Colding mit der Farbe darf in meiner wunderschönen Neon-Regenbogen-Katzen-Einhorn-Katzen-Universumstasche wohnen von Frostpfötchen war das, glaube ich. Ja, genau. Die habe ich auch in Hohenwohl gekauft. So, und dann habe ich noch ein Projekt und schon haben wir wieder eine halbe Stunde. Ja, aus wenig viel machen. So, ich habe ja diese Langzeitgeschichte mit der Decke. Ne? Die nächste Decke wird kein Monster, sondern die wird jetzt eine aus Quadraten, die ich dann zusammenhäkel oder zusammennähe. Das muss ich noch gucken. Und da nehme ich jetzt immer meine Sockenwollreste dreifach gehalten und gehe da schön rein und mache mir Quadrate. Damit ich nicht so viel nähen muss, mache ich verhältnismäßig große Quadrate. Also in der Mitte hat das so 100 Maschen, das Ding. Ja, so ist es dann. Und da hatte ich schon eins fertig. Jetzt habe ich das zweite fertig, das ist das hier. Das ist Nummer zwei. Ihr seht, wir waren immer noch im Bereich Blautöne, Türkise. Ja. Und habe nicht nur Nummer zwei fertig, weil das ist momentan eigentlich mein Mitnehmeprojekt, weil ich da gar nichts brauche, weil es ist kraus rechts zunehmend. Also da mu muss ich weder denken, noch brauche ich irgendwas zum Aufschreiben, noch sonst was. Also das ist mein Mitnahmebeutel im Moment eigentlich. Und habe das dritte angefangen. Und wir haben immer noch ein bisschen Türkis drin. Eigentlich blau, eigentlich schon gar nicht mehr so, aber Türkisreste. Und jetzt wird es grau. Und das sieht man auch schon. Also hier, na, das Grau schleicht sich da rein. Und wenn ich euch das mal gegen das andere dagegen halte, seht ihr das sogar noch besser, dass das jetzt schon so ist. Ja, also hier, dass hier die Grautöne losgehen. Genau. So. Ja, da gibt es auch gar nicht sonst viel zu sagen dazu. Wie gesagt, ich stricke einfach mir ein Quadrat, wo ich in der Hinrunde in jeder Reihe immer nach der Anfangsmasche eine zunehme. Im Umschlag tatsächlich einfach. Und nee, doch, in jeder Runde mache ich das. Genau, also sowohl auf Vorder- und Rückreihe. Runden sind wir gar nicht. Wir stricken rein. Also ich nehme immer, wenn ich die Reihe anfange, nach den ersten zwei Maschen, glaube ich, mache ich, oder? Jetzt bin ich mal keinen Quatsch erzählen, sorry. Genau. Ich stricke zwei Maschen, einen Umschlag und dann stricke ich die Reihe zu Ende. Einfach glatt rechts. Also einfach rechts. So. Und dann drehe ich das Ding, stricke zwei Maschen, mache einen Umschlag, stricke die Reihe rechts zu Ende. Also es kommt eine kraus rechte Ding. Und am Rand gibt es halt so eine schöne, ja, ein bisschen so eine Lochstruktur, die mir dann später nämlich hoffentlich auch das Zusammenhäkeln oder Nähen ein bisschen erleichtert tatsächlich. Und bis ich 100 Maschen habe. Und wenn ich 100 Maschen habe, dann gehe ich zurück. Und jetzt aber Achtung, und das war ein Learning aus dem ersten Quadrat. Da habe ich auch immer nur eine abgenommen. Und das ist sich nicht so gut ausgegangen. Also da musste ich echt ein Stück zurückkribbeln und dann ein bisschen pfuschen, dass es passt. Beim zweiten Quadrat habe ich es jetzt smarter gemacht und das ging sich jetzt bei mir genau aus, dass ich
zwei abgenommen habe pro Reihe. Also die vorne, na, ich stricke dann eine, strick zwei zusammen, strick bis auf die letzten drei Maschen, strick zwei zusammen, strick eine. Und dann hat sich's schön quadratisch ausgegeben. Also beim Abnehmen nimmt man anscheinend nicht so viel Platz ab, wie man beim Zunehmen mit einem Umschlag zumindest. Wahrscheinlich, wenn ich hier so einen strick zwei Maschen aus einer Masche rausmachen würde, wäre es wahrscheinlich anders. Aber dadurch, dass ich einen Umschlag mache, der macht halt mehr Platz, als eine Abnahme wieder wegnehmen kann. Also muss ich auf dem Rückweg immer zwei Abnahmen machen. Aber es ging sich komischerweise genau aus. Ich habe da einfach ein bisschen hin und her gepfuscht, bis gepasst hat. Ja, und jetzt fange ich eben das dritte Quadrat an. Also wir haben Türkise noch. Jetzt kommen dann ganz viele. Also wenn ich hier reingreife, seht ihr, ne, da kommen jetzt ja, Grau und Dunkelblau und auch schon erste zarte lila Töne. Und dann arbeiten wir uns halt wieder durch. Ich schmeiße halt immer, wenn die Restle zusammen in den Beutel, dass genug drin ist, bis ich meine, es passt, die farblich ein wenig passen, und dann wird da jetzt einfach wild Quadrate runtergestrickt, bis ich so viele habe, dass ich sage, okay, die langen mir für eine Decke. Und da wird die nächste große Familiendecke draus. Die darf dann zusammen mit dem Monster im Wohnzimmer wohnen. Genau. Ja, das war es eigentlich schon von aktuellem Gestricke mehr. Wie gesagt, A, habe ich wenig Zeit gehabt, überhaupt was zu stricken, und vieles anderes ist auch einfach schon verräumt. Aber wenn wir jetzt schon bei der nächsten Decke und beim Monster und überhaupt sind, dann ist jetzt natürlich auch der Punkt, wo man mal ja, Dinge ansprechen kann. Also, es ist momentan, also wir brauchen nicht drüber reden, was für eine Shitshow die Welt gerade im Großen und Ganzen ist. Und wir könnten über viele Dinge reden, von Politik über Wirtschaft, über Klimakrise, über Gesellschaft, und ich hätte zu vielem was zu sagen gerade. Aber ich schiebe das jetzt gerade mal alles beiseite, sondern möchte jetzt sehr speziell auf etwas eingehen, was uns auch tatsächlich dann direkt betroffen hat und eigentlich gar kein großes Ding ist, sondern sehr, sehr nischig in unserer Strickbubble hier stattfindet, also so diese Strickgemeinschaft. Aber weil wir, also und jetzt mit wir meine ich jetzt die Katja und mich, sehr explizit darauf angesprochen worden sind. Also es muss vor ein paar Wochen, und es tut mir jetzt leid, ich meine das, ich mein das jetzt weder despektierlich noch irgendwie negativ, oder möchte den Namen jetzt hier nicht sagen, weil ich nicht will, dass ihr hingeht und es auch anschaut, sondern ich weiß es wirklich gerade nicht, und ich habe einfach vorhin, ich hätte nochmal nachschauen können, aber habe es einfach verpennt und habe jetzt den Namen nicht da. Aber wenn ich es nochmal finde und herkriege, das Video, dann versuche ich euch einen Link unten reinzustellen. Also es hat eine Dame, und wie gesagt, es tut mir jetzt wirklich leid, dass ich den Namen gerade nicht habe. Das hat nichts damit zu tun, weil ich da was verschleiern will. Ein Video gemacht, die macht wohl auch einen Strick-Podcast. Und hat dann eben über Strickspenden gesprochen. Und also wir wurden angesprochen, mir wurde ein Link zu dem Video geschickt und ab wie viel Minute so und so ich gucken soll. Ich habe das wirklich auch nur das Stück angeschaut. Das muss ich jetzt dazu sagen. Ich denke, im Rest vom Podcast ging es jetzt auch wirklich um Strickzeug. Also das war jetzt auch nicht das Wichtige daran. Und da hat sie eben ein bisschen drüber erzählt, was ihre Meinung zum Thema Strickspenden ist. Und hat da, wenn ich das jetzt richtig mich erinnere, auch eben gesagt, naja, sie selber war betroffen. Weiß jetzt nicht, ob es die Obdachlosigkeit war, also ob sie auch wirklich auf der Straße gelebt hat, oder ob sie eben nur so mit Schlafstellen oder ja, in einer gewissen Art und Weise so bedürftig war, dass sie eben auf Hilfen angewiesen war. Aber so wie ich es verstanden habe, war sie wirklich auch selber obdachlos, und das über anscheinend auch ein bisschen längeren Zeitraum, also jetzt nicht nur 2 Wochen oder so, sondern schon Monate oder sogar Jahre. Ich weiß jetzt nicht warum. Sie hat angedeutet, ja, ist ja auch wurscht, guckt es euch an, oder keine Ahnung, wenn ihr es unbedingt wissen wollt, fragt sie, tut aber eigentlich auch nichts zur Sache. Aber zumindest, und hat dann eben gesagt, dass sie eben so generell alles, was Strickspenden an Obdachlose angeht, immer schwierig findet oder überhaupt nicht gut. Sie hat das ein bisschen drastischer formuliert, aber das sei ihr ja auch freigestellt. Ich formuliere meine Meinung auch gerne mal etwas direkter. Und ja, klar, so, sie hat dann auch bestimmte Situationen geschildert, die äußerst unschön sind. Also, dass dann eben bei Ausgabestellen die handgestrickten Socken in der Plastiktüte irgendwo am Rand
neben den Tischen standen, sich keiner dafür interessiert hat und die Tüte da irgendwann einfach umgefallen ist und die Socken im Straßengraben oder die Tüte im Straßengraben lag und dass sie deswegen der Meinung ist, also dass dieses ganze Konstrukt, dass man Stricksachen spendet für Obdachlose, kompletter Quatsch ist, weil die Sachen eben nicht geachtet werden, weil es keiner haben will, weil die Leute es nicht brauchen. Und ja, das deswegen halt für sie das eine Sache ist, wo sie sagt, bitte lassen. Und klar, wenn das so abläuft, dann ist es unschön und dann ist es ärgerlich für Leute, die spenden. Und ich verstehe auch, dass sie dann sagt, dass klar, sowas unterstützt sie nicht. Und aus ihrer Erfahrung die Leute eben auch die Sachen nicht haben wollen. Gebe ich ja auch. Wie gesagt, ich war selber ja nicht betroffen. Ich kann mich da nicht reinversetzen. Ich kann ja auch immer nur mit dem arbeiten, was man mir zukommen lässt. Und ja, und daraufhin hat man uns eben dann angeschrieben, also haben uns Leute angeschrieben, die dann eben gesagt haben, ey, habt ihr das gesehen? Was sagt denn ihr dazu? Wie ist es denn bei euch? Und berechtigt, ne? Also klar, es gibt ja, also wir haben ja wirklich einen Haufen Sachen von euch bekommen und ich kann schon verstehen, dass man sich dann denkt, ey, ich hock hier und strick mir hier stundenlang die Finger wund. Und dann wird das Zeug irgendwo lieblos bei einer Ausgabestelle mit hingeschmissen und keiner will es haben. Oder es wird dann so mehr oder weniger erzwungen, so hat es dann auch ein bisschen geschildert, dass das halt dann oft einfach so mit verschenkt wird. Also nach dem Motto, man drückt es den Leuten halt in die Hand, ob sie es wollen oder nicht. Und dann 20 Meter weiter landen die Sachen halt im Gebüsch oder im Mülleimer. Und dass da viele dann, dass dann Menschen natürlich die Spenden sagen, ja, das möchte ich aber nicht, dass das passiert. Das kann ich total nachvollziehen. Und deswegen kann ich jetzt auch nur für uns sprechen. Ich weiß nicht, was, wie es bei anderen Organisationen ausschaut. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Aktionen ausschaut. Wenn ihr euch nicht sicher seid, nehmt Kontakt auf. Wenn ihr könnt, schaut vor Ort vorbei. Keine Ahnung. Sprecht mit den Leuten, was Sache ist. Dann macht ihr euch da einfach ein besseres Bild. Das ist schon völlig okay so. Und ich kann jetzt nur für uns sprechen, aber ich habe da auch mit der Katja gequatscht und wir waren uns dann aber auch recht schnell recht einig, dass wir auch was dazu sagen wollen. Also sie hat viele E-Mails beantwortet. Ich habe gesagt, ich mache es nochmal hier im Podcast. Wir sind auch ganz wirklich, also wir wussten das vorher schon, weil wir mit den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, da echt guten, engen Kontakt haben. Aber sind dann aufgrund dessen wirklich auch nochmal explizit auf die zugetreten, haben gesagt, ey, ganz ehrlich, also das und das und das, wie läuft das? Könnt ihr dazu nochmal was sagen? Und die Rückmeldung von den Stellen, mit denen wir arbeiten, ist schon immer und war es jetzt nochmal ganz, ganz explizit, dass die Sachen, die wir sammeln und da, wo wir sie abgeben und mit den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, sehr, sehr, sehr gut angenommen werden. Also vom Quartier, die Dame, das ist diese Obdachlosenschlafstelle, die hat sogar gemeint, wenn die mit einer Kiste von uns kommt, dann gehen die Leute erst an die Stricksachen und dann ans Hundefutter. So. Na, das ist diese Schlafstelle, wo Obdachlose auch ihre Hunde mitbringen können. Und auch im Frauenhaus hat man uns bestätigt, ganz klar, also wenn von uns die Kisten kommen, da scharen sich die Leute dann auch schon und gucken und schauen. Gleiche Rückmeldung, ähnlich haben wir jetzt auch von der Bahnhofsmission. Gut, da war es jetzt nicht ganz so explizit, aber gerade vor allem das Frauenhaus und das Quartier haben da wirklich explizit uns nochmal lange E-Mails geschrieben, wo sie wirklich betont haben, dass die Sachen, die wir da bringen, sehr gewertschätzt werden und sehr gern angenommen werden, weil neben dem schönen Effekt, dass halt warme Socken und Mützen was Cooles sind, nee, es wirklich wohl auch darum geht, dass vieles, was ihr schickt, einfach wirklich sehr liebevoll hergestellt ist, ja oft noch mit einer Banderole, mit einem Schleifchen, mit einem Kärtchen oder was. Also auch die merken, das ist ja jetzt nicht irgendwie so ein lieblos hingeknallte Aldi-Tüte voll mit irgendwelchen Stricksocken, nach denen keiner gefragt hat, sondern dass da eben Sachen kommen, die mit Liebe gemacht sind, die dann von uns auch entsprechend kuratiert an die richtigen Stellen weitergeleitet werden und nicht ungefragt irgendjemandem in die Hand gedrückt und dorten auch wirklich in der Ausgabe so gehandhabt werden, dass sie bei den Leuten ankommen, die sie wirklich haben wollen, die sie brauchen und denen sie dann auch passen.
Na, also das muss man auch dazu sagen. Also es ist ein recht durchgekuratierter Prozess. Also das sind einfach verschiedene Auswahlstellen dazwischen, die gucken, dass da halt einfach kein Schmuh passiert. Und unter der Prämisse habe ich auch weiterhin kein schlechtes Gewissen, damit zu sagen, wir freuen uns, wenn ihr uns Strickspenden schickt. Wir verteilen nämlich immer noch fleißig, tatsächlich. Also das ganze Jahr schon durch und werden das auch weiterhin tun. Katja ist da Gott sei Dank wirklich die absolute gute Seele, die sie einfach ist und Powerfrau und macht diesen ganzen Sachverwaltungskram, die Sachspenden und ich kümmere mich eben um so Geschichten wie Flyer und hier im Podcast und Werbung machen und Instagram und mit Leuten quatschen und so. Und das läuft super und wir sind so happy, dass es so gut läuft, weil wir können viele Sachen rausgeben. Wir können inzwischen dank euren Wollspenden und ich habe jetzt neulich auch noch mal 15 Kilo Wolle oder es reicht nicht, es reicht nicht. Also ich habe 10 Tüten wirklich IKEA-Beutel Wolle aus einer Haushaltsauflösung rausholen dürfen, die wir jetzt auch haben. Also wir haben Wollspenden, mit denen wir jetzt haben wir schon noch eine zweite Stelle dazu, eine Trauma-Hilfestelle. Auch Leute beliefern mit Wolle und anderen, die uns jetzt eben schon explizit geschrieben haben, sie würden so super gern was für uns stricken, aber haben halt, können sich das nicht leisten oder haben die Wolle nicht oder wie auch immer, dass wir eben auch Leuten Wolle zur Verfügung stellen können, die dann für uns praktisch wieder Strickspenden machen und wir können die hier direkt da verteilen, wo sie gebraucht werden. Und dafür mache ich weiterhin guten Gewissens Werbung, weil ich jetzt für mich und für die Katja sprechen kann, dass wir jetzt hier wirklich einen super engen Kontakt haben. Also die meisten dieser Stellen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind auch hier im Viertel bei uns oder bei ihr. Und also wir haben direkten Kontakt. Wir schicken da auch nicht anonym irgendein Paket mit der Post, sondern die kommen zu uns, holen sich das Zeug ab und gehen weiter oder wir fahren es vorbei. Also das ist wirklich, wir sind da dran einfach. Das ist alles, was ich jetzt dazu sagen kann und auch will. Und ich hoffe, dass da jetzt jeder seine Schlüsse draus ziehen kann. Und wenn ihr trotzdem sagt, ey, ich weiß nicht 100%, keine Ahnung, ist mir zu ding, dann ist auch okay. Ich kann es nachvollziehen. Dann lasst es, dann investiert eure Zeit und euer Geld irgendwo anders hin, wo es einen guten Zweck erfüllt. Aber wenn ihr weiterhin für uns stricken wollt, dann freue ich mich auch. Also mehr kann ich euch jetzt nicht sagen. Aber das ist so. So, und jetzt in diesem Zuge. naja, egal. Mal ganz weitergedacht, geht es jetzt nämlich auch los, dass wir nicht nur weiterhin gerne eure Strickspenden so nehmen, sondern dass wir auch wieder eine Aktion draus machen. Und ich weiß noch nicht, ob wir es wieder den 2 für 4 mal nennen oder uns noch einen hübschen neuen Namen aussuchen, wobei ich glaube, dass es ein schönes Brand ist, also auch wenn wir es jetzt nicht mehr nur für Tiere machen. Ich überlege mal noch ein bisschen rum, aber eigentlich ist es ja immer gut, wenn man so ein Ding hat, dass man dann durchzieht, weil die Leute dann jedes Jahr wieder wissen, ach, das ist da wieder. Und ja, wie letztes Jahr gibt es folgendes Angebot für euch. Wir sammeln wieder eure gestrickten Stücke und reichen die eben weiter, wie wir es das Ganze auch so machen, aber eben wieder konzentriert jetzt im Oktober. Und Anfang Mitte November werden wir dann wieder eine Verlosung machen. Ich werde wieder auf jeden Fall ein paar Gewinne verlosen. Für alle, die im Zeitraum vom 1.10. bis X uns die Sachen schicken. Also wenn ihr jetzt was, es ist auch egal, ob ihr uns da 2 Paar Socken schickt oder 4 Pullis, die Menge macht den Unterschied nicht. Also wenn ihr jetzt schon viel zu Hause habt, was ihr loswerden wollt, schickt's, dann kriegt ihr bis Oktober wahrscheinlich auch wieder was hin. Wenn nicht, dann sammelt bis Oktober und schickt's uns dann, das ist auch okay. So, ich überlege sogar, ob wir dieses Jahr 2 Runden machen, nämlich nochmal eine im Januar oder Februar. Aber also es wird nochmal ein Video kommen, wo wir nochmal alles ganz, ganz, ganz genau erklären. Also wer was, wann, wo, wie hinschicken muss. Aber ihr könnt euch jetzt schon mal einrichten, roundabout im Oktober, über den Oktober hinweg, alles, was bei uns irgendwie ankommt, mit den entsprechenden Beigaben dann und so, also eure Adresse etc. Das wandert wieder in einen Lostopf und ich werde wieder etwas verlosen. Und zwar sowohl, wenn eine Geldspende kommt, als auch wenn eine Sachspende kommt. So, weil wir natürlich trotzdem auch wieder Tierfutter zur Verfügung stellen wollen. Wir wollen, ihr dürft stricken für Männer, Frauen, ist schon fast egal dieses Jahr.
vorrangig tatsächlich Socken, Mützen, Schals, Loops und, haben wir jetzt gesagt bekommen, weil wir jetzt eben auch verstärktes Frauenhaus dabei haben, Stulpen. Also so hier, na, wo ein Daumen rausgeht, das ist super, weil das fehlt oft. Handschuhe, Fäustlinge sind auch okay, aber Stulpen werden angeblich ganz super. Das sollen wir schauen. Das sollen wir bewerben. Stulpin. Da hat die liebe Frau Freiweib zum Beispiel auch ein ganz tolles Rezept, weiß ich, auf ihrem YouTube-Kanal für Stulpin. Die strickt ja Stulpen wie ich Socken stricke, so ungefähr. Aber sie strickt auch Socken, wie ich Socken stricke. Also, ja, aber da kriegt ihr zum Beispiel ein cooles Stulpenrezept her. Aber das, sowas mache ich dann alles nochmal in diesem extra Post wieder. Und dann verlinke ich euch auch wieder entsprechend vielleicht ein paar schöne Seiten für Anleitungen und so. So, zwei Dinge. Also, was ist neu dieses Jahr? Neben dem, was wir letztes Jahr schon gemacht haben, also dass wir für erwachsene, obdachlose Menschen gedeckte Farben etc. etc., ihr wisst es ja, haben wir jetzt, kommt noch etwas zusätzlich. Also, wir haben im Moment das Quartier, also die Schlafstelle für Mütiere, die eine Obdachlosenausgabe, die Bahnhofsmission und das Frauenhaus. Dazu kommen jetzt neu. Das Quartier hat jetzt kriegt eine zweite Schlafstelle, speziell für Frauen. Also eine Frauenschlafstelle für obdachlose Frauen. Und wir sind in Kontakt mit einem Kinderhaus, die wir auch beliefern. So, das heißt, wir haben mehr Stellen, an die wir verteilen können, also mehr Stellen, an die ihr, für die ihr mehr stricken dürft, natürlich. Und wir haben jetzt auch sehr spezifisch mit dem Frauenhaus, das hatten wir letztes Jahr ja noch nicht so, das kam jetzt im Verlauf des Jahres erst dazu, und dem Kinderhaus auch Stellen, wo wir auch Kindersachen hingeben können. Das heißt, ihr dürft dieses Jahr auch für Kinder stricken. Wichtig, wir brauchen nicht die Babygrößen. Ja, ich weiß, das ist super süß, diese Ehekin und Höschen und Pullis zu machen, aber es wäre schön, wenn ihr so ab, ich sag mal, 3 Jahre, so in der Größenordnung bis 10, 11, 12, so in der Größenordnung, wäre es schön, wenn Kindersachen kommen. Also jetzt bitte nicht bloß in Größe 56 die ganz kleinen Wutzi-Geschichten und die Babymützchen, sondern schon für Kinder, die auch ein bisschen größer schon sind. Und da dran denken, es gibt Jungs, es gibt Mädels und vor allem alle Farben sind für alle da. Es werden Socken gebraucht, Mützen, Loops für die Kinder auch und auch hier gerne Stulpen oder Fäustlinge für die Kleinen. Das wäre das, was eigentlich mit am wichtigsten wäre, wichtiger vielleicht sogar als Pullis und Jäckchen und sowas, eben das ganze Accessoire-Zeug. Im Winter. Das wäre ganz cool. Ihr dürft natürlich weiterhin auch Decken machen. Auch hier können wir die ins Frauenhaus, ins Kinderhaus etc. auch geben. Wenn die, na, manche Decken sind einfach vielleicht für draußen nicht geeignet, weil sie einfach zu groß, zu schwer werden dann etc. Ihr dürft weiterhin Sitzkissen basteln. Also ich habe letztes Jahr einfach mit dicker Wolle gehäkelt, die doppelt gelegt, zusammengenäht. Einmal für Menschen, die draußen dann auf dem kalten Boden eine Unterlage haben, beziehungsweise auch für die Hunde. Ja, so kleine, schmale Decken für die Hunde sind auch ganz cool. Ich kann mir vorstellen, zum Beispiel mit Wachstuch und einem Vlies und einer Baumwolle so einfach na, einmal rundum zusammengenäht, zweimal drüber gesteppt irgendwie, dass von unten die Nässe nicht so durchgeht, aber für die Hunde zum Beispiel coole Sache. Für die Hunde auch Loops, also wenn ihr ein Vlies habt, so 50 cm Durchmesser habe ich letztes Jahr gemacht, weil auch Hunde sich tatsächlich verkühlen können und Hals kriegen können und sowas. Ja, also da könnt ihr euch austoben. Wir nehmen weiterhin alles an. Was wir bitte nicht wollen, ist irgendwelche gebrauchten Klamotten, die ihr gekauft habt. Also das möchten wir nicht. Ja, das könnt ihr an anderen Stellen spenden. Das nehmen wir nicht. Wir nehmen wirklich nur das, was ihr mit euren Händen hergestellt habt. Wenn da jetzt ein Tuchenschal dabei ist oder eine Mütze, die jetzt schon 2 Jahre bei euch lag, aber da nicht getragen wurde, also die jetzt nicht deutlich schon vollkommen ausgewaschen, verfilzt oder sonst was ist, dürft ihr die natürlich auch mitschicken. Also da sind wir nicht so, aber es sollte was von euch gemachtes, selbstgemachtes sein. Schön ist immer, wenn irgendwie noch ein kleines Etikettenschleifchen, irgendwie eine Banderole dran ist. Also das kommt super gut an, müsst ihr aber nicht machen. Oder wenn es vielleicht einfach eingepackt ist. Aber wie gesagt, es muss nicht sein. Müssen. Ist nice to have.
Aber das sind mal so die Eckdaten. Wie gesagt, über den Oktober sammeln wir auf jeden Fall und wir freuen uns tierisch, wenn ihr wieder mitmacht. Und es wird irgendwann demnächst ein Video geben, wo ich mal alles nochmal zusammenfasse und euch schön präsentiere und vorstelle. Bis dahin, so die nächsten 2, 3, 4 Wochen, sage ich mal, falls jemand von euch sich als Gewinnspender hervortun möchte, ist dem oder derjenigen natürlich nicht nur unser ewiger Dank gewiss, sondern natürlich präsentiere ich dann die Sachen auch hier entsprechend im Podcast, auf Instagram. Also ihr kriegt das, was wir euch halt bieten können, das bisschen Reichweite und einfach was für euer Karma. Dann meldet euch doch bitte bei mir über Instagram oder hier unter den Kommentaren, aber idealerweise per E-Mail. Genau, also entweder E-Mail zebratantestrikt@gmail.com oder bei Instagram meldet euch einfach, sagt mir, was ihr spenden möchtet, also was ihr vielleicht als Gewinn beizutragen habt. Hier wäre natürlich toll, handgefärbte Wolle, oder Wolle, auch Wolle, muss nicht handgefärbt sein, Maschenmarkierer, Taschen, also solche Sachen kann ich hier immer super gut verlosen. Oder wenn ihr sonst irgendwelche coolen Sachen habt, die irgendwie mit Handarbeiten zu tun haben, mit Stricken, dann oder Häkeln, dann bitte, ja, meldet euch gerne bei mir. Ich verlose auf jeden Fall was, einfach von mir raus, aber wenn ihr sagt, hey, coole Aktion, vielleicht kann ich da das unterstützen oder so helfen, dann freuen wir uns da auf jeden Fall mega drüber. Und nehmen gerne ein paar Gewinne entgegen. Und wie gesagt, wenn es sehr viel wird, mache ich vielleicht sowieso noch eine zweite Runde im Januar nochmal, dass ihr auch da nochmal ein bisschen Luft dazwischen habt, um Dinge noch fertig zu kriegen. Oder vielleicht sagt ihr auch, jetzt im Oktober geht gar nicht, da muss ich Weihnachten vorproduzieren, aber dann danach habe ich Luft. Auch fein. Genau, aber das muss ich alles noch klären, das muss ich alles noch schauen. Auf jeden Fall im Oktober ist die Gewinnspielrunde und ansonsten außenrum dürft ihr ja auch jederzeit so noch Dinge abgeben. Gut. Das war's, glaube ich, erstmal. Ja, mehr habe ich heute nicht zu sagen. Es war nicht super viel Gestricke und viel Gerede, aber ja, das war mir jetzt wichtig, das einfach mal loszuwerden, euch die entsprechenden Infos zu geben. Und jetzt überlege ich gerade, ob ich noch einen kleinen Tipp für euch habe. Ich habe ganz viele neue Podcasts angefangen, welcher mir da besonders gut im Gedächtnis geblieben ist davon. Ach ja, also wenn ihr interessiert seid an gutem Essen, an Fine Dining, an Sterneküche, an wenn ihr zum Beispiel auch gerne The Taste guckt oder Kitchen Impossible, also wo man wirklich sagt, hey, wo dann wirklich richtig, ne, Sterneköche und also wo es einfach so ein bisschen um so, also A, die Art, wie es präsentiert ist und auch so um diesen Stil der Küche und so geht, hört euch bitte den Podcast Rüststoff an. Das ist ein Podcast, da trifft, wer in dem Bereich sich ein bisschen interessiert, kennt wahrscheinlich Max Strohl vom Toulouse-Lautrec, also das ist ein Sterne-Restaurant in Berlin. Und dessen, er ist ja der Koch, und aber die Dame, die in dem Restaurant sozusagen die Restaurantleitung macht, also den Service, also seine nicht Lebenspartnerin, sondern Geschäftspartnerin im Toulouse-Lautrec, die Ilona Scholl heißt sie, glaube ich, genau. Die macht zusammen mit Pietsmiet, und wer Pietsmiet nicht kennt, ist nicht schlimm, aber das ist einer der größten deutschen YouTuber, der eigentlich vor allem viel Gaming macht und so, also der viel Videospiele bei YouTube spielt und so weiter, aber ein totaler Fan von gehobener Küche ist. Die zwei haben zusammen einen Podcast, wo es eben ganz, ganz breit um das Thema Sterneküche, gehobene Küche, Fine Dining geht. Die bequatscht, also das Konzept ist praktisch der Dulli und die Professionelle. Ja, der Wortwitz ist Absicht. Also er stellt die Fragen, die Otto Normalmensch hat, wenn es um diese Art von Restaurants und Essen gehen geht, und sie beantwortet die eben. Und dann haben sie immer wieder auch Gäste da, also einen Sommelier, dann eben Max Strohe, den Koch selber. Alexander Herrmann war jetzt da schon mal als Gast, die Viktoria Fuchs war jetzt schon mal da als Gast. Also, und dann sprechen sie eben, A, wenn sie selber wieder irgendwo essen waren, wie es war, und sprechen über Weine, und dann zwischendurch aber sprechen die auch mal eine Stunde drüber, wie reserviere ich mir denn, wenn ich das erste Mal in so ein Restaurant gehe, wie läuft es? Und dann fangen die halt wirklich bei Adam an und hören bei Eva auf. Also, wie rufe ich überhaupt an? Wen rufe ich an? Was muss ich beachten? Bla bla, was mache ich, wenn ich ankomme? Was passiert dann? Wenn die mich das fragen, wie muss ich reagieren? Und
Also ich finde die beiden so lustig dabei, dass ich mir das wirklich, also da geht ein Podcast, geht da auch mal so 3, 4 Stunden. Das kannst du dir nicht auf einmal anhören, musst du aber nicht. Das kann man sich auch schön portionieren. Haha. Also ich finde die sehr kurzweilig dabei. Ich kann denen auch 3, 4 Stunden wirklich zuhören, wenn die dann nur über Essen und Weine und wie die Atmosphäre in irgendeinem Restaurant reden. Die Frau Scholl hat einen irren Wortschatz, also die kann Dinge beschreiben, die hat so einen tollen Stil, Sachen zu beschreiben, dass, also wenn die dir erklärt, wie ein Wein schmeckt, dann hast du das auf der Zunge. Das ist echt cool. Und Peter Smits ist einfach ein sehr lustiger Typ. Und ich höre den super gern zu. Also meine Empfehlung heute, wenn ich euch eine geben darf, der Podcast heißt Röststoff. Den gibt es für Umme. Den könnt ihr euch in euren Podcast-Player reinziehen. Absolute Hörempfehlung. So, und jetzt bin ich aber wirklich fertig. Für mich ist auch die letzte Runde leider nicht mit Kisten packen, aber da geht's jetzt weiter. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir sehen uns hoffentlich bald, bald, bald wieder. Dann aus dem neuen Haus. Bin mal gespannt. Vielleicht gebe ich euch sogar eine kleine Roomtour. Und ja, bis demnächst. Macht's gut. Falls es nochmal schön wird, genießt den Sommer. Und wir sehen uns. Ciao, ciao.